Thomas fühlt sich hochbeglückt, denn er hebt und schiebt und rückt Taschen, Koffer, Kisten, Kasten, das Gepäcknetz zu belasten. Er genießt in vollen Zügen seiner Hilfsbereitschaft Lob und es macht ihm nur Vergnügen, Thomas ist ein Mann, Herz Not. Und nach allgemeiner Sitte sagt er, nichts zu danken, bitte. Ihn erregt, er weiß nicht wie, sonderbar sein Vis-à-vis. Irrt er sich? Ist er verrückt? Oder hat sie ihn entzückt angelächelt? Es ist wahr, Thomas aller Zweifel bar sagt sich, sieh mal einer an, auf die wirke ich als Mann. Jäh fühlt er sein Herz entglommen, und um ins Gespräch zu kommen, das ihn etwas näher brächte, fragt er, ob sie lesen möchte. Wieder lächelt sie. Sie lacht. Habe ich etwas falsch gemacht? Denn ihr Schmunzeln eitert aus, sieht nach Schadenfreude aus. Er wird das Abteil verlassen und im Gang Entschluss fassen. Doch ein kurzer Seitenblick spiegelt ihm sein Missgeschick. Ach, natürlich die Krawatte und die beste, die er hatte. Er begibt sich eilig fort. Und am ungestörten Ort hüllt er das Fragment von Seide in Papier. Zu ihrer Freude kommt postalisch es am Ende in Frau Schmollers gute Hände. Thomas schickt's und schreibt's dazu, beste Schmoller. Sie empfangen an bei was entzweigegangen. Tun Sie es zu dem Paket, das auf meinem Schreibtisch steht. Wie Sie wissen, jeder Fetzen kann Verbrauchtes neu ersetzen, wenn die Spinnstoffsammlung kommt, mein Paket als Gabe frommt. Und vielleicht auch können Sie, ohne dass Sie sich berauben, ein paar Lumpen irgendwie, irgendwo zusammenklauben.